Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 28. Spazieren gehen. Spazieren gehen ist in Deutschland eine beliebte Freizeitaktivität. Manche Leute gehen gerne am Morgen eine Runde spazieren. Andere bevorzugen einen Abendspaziergang. So oder so, viele Deutsche mögen spazieren gehen. Viele Menschen gehen gerne alleine spazieren. Sie möchten gerne ein bisschen Zeit für sich haben und den Kopf frei bekommen. Manche Leute hören beim Spazierengehen gerne Musik oder Podcast. Andere Leute wiederum hören nichts. Sie lauschen nur der Natur. Spazieren gehen kann wie eine Meditation sein. Du läufst und kannst deinen Kopf frei bekommen und deine Gedanken ordnen. Ein Spaziergang kann sehr kurz sein, vielleicht nur 5 oder 10 Minuten. Es gibt Leute, die in ihrer Mittagspause ein bisschen spazieren gehen, weil sie ein bisschen frische Luft atmen möchten. Spazieren gehen ist sehr gesund. Es ist gut für deinen Körper und deinen Geist. Ich versuche auch täglich einen Spaziergang zu machen. Wenn ich Zeit habe, dann mache ich einen längeren Spaziergang. Also vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine ganze Stunde. Wenn ich weniger Zeit habe, dann mache ich nur einen kleinen Spaziergang. Also nur ein paar Minuten. Meiner Meinung nach ist Spazieren in der Natur am besten. Zum Beispiel im Wald. Aber auch in der Stadt kann Spazieren gehen Spaß machen. Gehst du gerne spazieren? Wie lange gehst du spazieren? Gehst du alleine spazieren oder mit deinem Freund oder deiner Freundin? Schreibe es mir in die Kommentare. Neue Vokabeln. Spazieren gehen oder einen Spaziergang machen. To go for a walk. Freizeitaktivität. Leisure activity. Bevorzugen. To prefer. Zeit für sich haben. To have time for yourself. Den Kopf frei bekommen. To clear your mind. Der Natur lauschen. Listen to nature. Gedanken. Thoughts. Mittagspause. Lunch break. Frische Luft atmen. To breathe some fresh air. Gesund.
healthy. Täglich. Daily. Meiner Meinung nach. In my opinion. Wald. Forest. Hast du alles gut verstanden? Super! Wenn nicht, dann höre diese Episode einfach noch einmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening. I really hope you enjoyed that episode. Please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe my channel. Let me know your thoughts in the comment section. And I hope I can see you in the next episode. Tschüss und bis bald.